Als sie mich gefragt haben, Michel, willst du denn nicht wieder den Drachen Hektor sprechen im Film Hexe Lilli in Mandolan? Habe ich gesagt, gerne, aber unter einer Bedingung. Keine blöden Drachenkostüme diesmal. Ich hätte es Kleingedruckte lesen sollen. Wir können dann... Muss ich wirklich? Los jetzt! Und bitte! Okay. In einem fernen Land herrscht ein unbarmherziger Tyrann. Runter mit der Rübe. Und nur einer kann ihn aufhalten. Hektor, der Flugdrache. Durch hartes Training ist sein Körper zu einer unbesiegbaren Waffe geworden, die es mit jeder Übermacht aufnimmt. Mein Name ist Suki. Suki. Meister? Schwanzbombe. Er kämpft zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Ja, ich bin es. Hector. Mit der Hilfe seiner Freundin Hexe Lilli, Amiki, Perplexo und Subito, entscheidet er, Godzilla lebt, den Kampf um die Freiheit. Sag mal, wieso soll ich denn dauernd diesen kleinen, dicken Frosch loben? Hä? Wegen dem schaue ich aus wie Aladins explodierter Malkasten. Wer hat hier dicker Frosch gesagt? Ich, du grüne Gecko-Hummel. Schweig! Du fadenblinder Vorhang! Du wirst gleich meinen Kung-Fu spüren! Was ist das denn jetzt? Die Speckdrachentechnik oder was? Das fliegende Brathähnchen? Das 36-Gänge-Menü der Shaolin? Jetzt hilf mir mal lieber aus dem Fummel hier raus! Klaro Fax, das haben wir gleich. Oh nein, nicht so. Oh doch. Ich kündige. Und ich kündige an, Hexe Lilli, die Reise nach Mandolan. Nur echt mit mir. Und ab Frühjahr 2011 im Kino.